Ahoi, ihr töften Anime- und Dragon Ball-Liebhaber. Willkommen zum schlechtesten Dragon Ball Z-Film. War ich früher der Meinung? Aber sowas von. Hat sich diese beim erneuten Anschauen geändert? Keinesfalls. Abonniert gerne den Kanal und lasst trotz der mäßigen Qualität des Films gerne ein Like da. Und wir schauen direkt mal rein. Wir beginnen den Film direkt mit dem Tod von Dr. Gero und meine Güte, was ist denn hier mit der Animationstechnik los? Das sieht ja furchtbar aus! Okay, kurz zur Story. Nach dem Tod von Dr. Gero hat es sich sein Computer zur Aufgabe gemacht, den mächtigsten Cyborg von allen herzustellen. Ja, das nenne ich mal einen durchdachten Plot. Unsere Helden machen einen Einkaufsbummel. Während Trunks den Perversen einen Platz in der Schlange freihalten muss, gehen Son Goku, Chi-Chi und Son Gohan Klamotten kaufen. Padauz, da haben wir auch schon eine Explosion und zwei bizarre Kerle stapfen durch die Einkaufsstraße und zerstören. Ja genau, sie zerstören! Es sind zwei Cyborgs, die es auf Son Goku abgesehen haben. Cyborgs klumpen sich durch mehrere Etagen, während Son Goku ordentlich was macht. Und schon greifen die Cyborgs an und zerlegen das Restaurant. Da ja zum Glück alle fliegen können, sterben auch keine Menschen. Supi! Ja, da muss ich auch erstmal einen Schluck nehmen bei so viel Action. Wie dem auch sei, der Kampf gegen die Cyborgs beginnt. Da Son Goku ihnen 2 gegen 1 unterlegen ist, bekommt die Stadt zunehmend mehr ab. Trunks kommt Goku zu Hilfe und gibt diesen den Hinweis, dass sie aus der Stadt fliehen sollten, damit nicht noch mehr kaputt geht. Somit landen wir in einer Eislandschaft. Meine Güte, ich hoffe, dass wir hier Piccolo nicht beim Training stören. Der kleine Lilane kickt Trunks weg und Son Goku wird verprügelt. Es sieht nicht gut für unsere Helden aus und plötzlich taucht noch ein weiterer Cyborg auf. Dieser stieg aus der letzten Zelle von Dr. Geros Computer. C14 und C15 gehen in den Kampf gegen Trunks und C13 legt sich mit Son Goku an. Hey, Energiestrahlgeballe! Das wollen wir doch alle sehen! Auch Trunks verliert schließlich seinen Kampf und wird von Energiestrahlgeballe begraben. Und noch einen hinterher, weil es so schön war. C13 schnappt sich Son Goku und der Kampf geht unter Wasser weiter. Auch hier behält der Cyborg die Oberhand und ballert. Trunks hat den Angriff natürlich überstanden und möchte den Cyborg zerschneiden. Nur ist dieser stabiler als Freezer. Das ist mal ein Slogan. C13 schmeißt eine Energiekugel auf Son Goku und da kommt die Rettung. Nicht Son Gohan oder Krillin. Nein, es ist Vegeta. Der kleine Lilane wird auf Vegeta losgelassen. Man merkt direkt, dass Vegeta diesem vermutlich überlegen ist. Und auch zwischen Son Goku und C13 herrscht wohl langsam etwas Gleichstand. Nur berechnet der Computer immer wieder die Bewegung der drei voraus und plant eine Gegenstrategie, wodurch sie immer wieder ins Hintertreffen geraten. Trunks bekommt ein paar Kopfnüsse spendiert und auch Vegeta wird langsam aber sicher zurückgedrängt, wobei er den Angriff des Kleinen eingesteckt hat, um ihn mit einem Super Saiyajin zu überraschen. Das gleiche macht natürlich auch Trunks. Ja gut, und Son Goku selbstverständlich auch. Und schon sieht das Ganze natürlich anders aus. Vegeta macht relativ kurzen Prozess. In einem schnellen Schlagabtausch gewinnt dieser natürlich und der kleine Cyborg fliegt in die Luft. Das gleiche passiert auch bei Trunks und dem Indianer-Cyborg. Nach einem Angriff von Son Gohan muss natürlich wieder der gute Piccolo zur Rettung eilen. Somit stehen nun unsere Helden dem kleinen C13 gegenüber. Doch was packt er als nächstes für einen Trick aus? Er vereinigt sich mit den Überresten seiner Vorgänger und wird zum blauen Hulk. Aber wie sieht es denn jetzt aus? Joa, C13 ist natürlich unbesiegbar und unser armer Prinz der Saiyajins muss eine Tracht Prügel einstecken. Auch Trunks bleibt nicht verschont. Piccolos Angriffe sind ebenfalls ohne irgendeine Wirkung und er wird weggeschleudert. Da packt Goku wieder die Blondine aus, wird aber schnell zu Boden geworfen. In einer Schlucht wird Son Goku ein bisschen weiter verprügelt, bis er wieder den Finisher von C13 abbekommt und Son Goku landet in der Kloake. Ihm fällt selbstverständlich seine Supertechnik ein, die Genki-Dama, und Son Goku steigt aus dem Wasser wieder empor. Ist es jetzt die richtige Stelle zu sagen, dass ich diesen Film damals nur gucken wollte, weil ich auf YouTube ein Video gefunden habe, wo die bösen Onkels dieses Video covern? Wie dem auch sei, Son Goku sammelt die Energie und der Rest schindet Zeit. Ein wirklich seltenes Bild in Dragon Ball. Trunks wird auch abgefrühstückt, trotz dessen emotionaler Rede. Und Piccolo verpasst C13 einen German Suplex. Also er versucht es wenigstens. Doch was macht denn Son Goku da? Er verwandelt sich in einen Super Saiyajin und vereinigt sich mit der Genki-Dama. Was? Okay, als nächstes knurrt er aus Gründen ganz böse in die Kamera. C13 ist ihm absolut unterlegen und wird von der Genki-Dama schließlich vernichtet. Auf einer Eisscholle treibt die Truppe fröhlich über das Gewässer und erfreut sich daran, diesen Film endlich überstanden zu haben. Auf einer weiteren Eisscholle treiben Piccolo und Vegeta davon, die offensichtlich vergessen haben, wie man fliegt. Ich würde sagen, heute fällt der Vorhang nicht zu, sondern ich ziehe ihn selbst zu. Also, ja, Ende. Okay, ich mache es kurz und schmerzlos. Ihr habt es vermutlich schon während der Review mitbekommen. Ich finde diesen Film eine absolute Katastrophe. Er hat keine Handlung, er ist an manchen Stellen ziemlich schlecht animiert, die Kämpfe sind ein Witz und das Ende ist absolut merkwürdig. Von allen Dragon Ball Filmen, die ich bislang gesehen habe und die noch im weiteren Verlauf dieses Kalenders kommen werden,
ist das eine absolute Niete. Bitte guckt diese Zusammenfassung, dann habt ihr alles gesehen, aber ihr erspart euch die 45 Minuten, die der Film lang ist. Puh, das war jetzt aber mal negativ. Aber was soll ich machen? Naja, wie dem auch sei, seid morgen gerne wieder dabei, denn da kommt wieder ein deutlich besserer Film. Ich bin Wombat, das war's von mir. Bis dahin. Tüdelü!